Also, schauen Sie, in keinem anderen Politikfeld wurde in den letzten Jahren der Haushalt mehr aufgewachsen. Seit der Minister der CSU sein Amt angetreten hat bis heute, hat sich der Haushalt mehr als verdoppelt. Der Mann hat mal mit so circa 5 bis 6 Milliarden Euro angefangen und wir sind mittlerweile bei 14 Milliarden Euro inklusive quasi Corona-Aufwuchs. Und da muss man sich natürlich die Frage, also nur was das Ministerium angeht, ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob dieses Geld nicht effektiver woanders einzusetzen wäre. Und das haben wir als AfD natürlich getan und haben da auch Angebote mitgebracht. Ich will Ihnen gerade mal erzählen, was wir die letzten Jahre für Sie, für die Bürger eigentlich gefordert haben. Zum einen haben wir uns angeschaut, was macht denn eigentlich die Bundesrepublik im Bereich Entwicklungszusammenarbeit wirtschaftlich? Und der Ausschuss und das Ministerium heißt ja eigentlich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Überall in der Welt wird dieser Bereich eigentlich als eine Art Komplementär zur Außenpolitik und Außenwirtschaftspolitik verstanden. Nur in Deutschland glaubt man eigentlich noch, dass man Solarzellen auf Lehmhütten anbringen muss und Leuten irgendwie eben mit diesem Gender Mainstreaming Quatsch helfen muss. China macht da was ganz anderes. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht, dass wir uns an China orientieren sollten, aber ich versuche es einfach mal nüchtern darzustellen. Die Chinesen haben sich mittlerweile fast im gesamten afrikanischen Kontinent eingekauft. Sie haben ein sehr ambitioniertes Projekt mit der neuen Seidenstraße vorangetrieben und es gibt mittlerweile in vielen Bereichen kein Vorbeikommen mehr. Und die Bundesrepublik hat hier eine völlig gegenteilige Strategie verfolgt, eine Strategie, die eigentlich in vielen Fällen nicht mal kohärent ist. Also währenddessen Sie beispielsweise Solarzellen und Windrädchen fördern in Indonesien, fördert China in Indonesien beispielsweise Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke. Ja? Also nicht mal da ist also die Politik der Bundesregierung kohärent. Was haben wir also gemacht? Wir haben zum einen gesagt, wer bekommt eigentlich 25 Milliarden Euro? Und dabei haben wir festgestellt, 2/3 des Geldes geht nicht an die Ärmsten der Armen, sondern an sogenannte aufstrebende Wirtschaftsmächte, potente Wettbewerber. China, größte Volkswirtschaft der Welt, Nuklearmacht mit eigenem Raumfahrtprogramm. Indien, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, eigenes Raumfahrtprogramm, Nuklearmacht und so weiter. An Brasilien, Mexiko, die Türkei und so weiter. Alles Länder, die bis heute noch deutsche Entwicklungsleistungen eben beziehen. Und dann haben wir als AfD gesagt, es kann nicht sein, dass es systemische Wettbewerber, Länder wie China, die hier immer wieder auch auf Einkaufstour gehen, Sie kennen alle die Fälle, Putzmeister, Ista, KUKA, vielleicht einer der bekanntesten Fälle, oder beispielsweise Beteiligung bei der Deutschen Bank und beim Daimler, dass die immer noch sich als Entwicklungsland behandeln lassen dürfen. Und der Grund dafür ist, dass diese Staaten sich im Rahmen der OECD, die hat eine sogenannte Länderliste, die nennt sich DAC-Länderliste, DAC-Länderliste, da können die sich selber einschätzen und sagen, also ich fühle mich wie ein Entwicklungsland. Und das bringt ganz massive Vorteile mit sich, meine Damen und Herren. Wenn Sie immer noch den Status Entwicklungsland haben, dann erhalten Sie bei der Einfuhr von Gütern beispielsweise Zollpräferenzen. Oder Sie können bei der KfW zinsvergünstigt Kredite beantragen. Ja? Das macht China beispielsweise bis heute. 2017 haben die Chinesen für 850 Millionen Euro zinsvergünstigte Kredite von der KfW im Wesentlichen deckungsgleich zu deutschen Schlüsselindustrien Ausbildungsplätze in China ausgebildet. Also im Bereich der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Chemieindustrie und so weiter. Und die machen da auch kein Geheimnis daraus. Die sind ganz ehrlich. Die sagen offen und ehrlich, im Rahmen unseres Projektes China 2025 wollen wir im Wesentlichen 4 große deutsche und europäische Schlüsselindustrien mit abbilden und dafür müssen wir natürlich auch die Möglichkeit der Unternehmensübernahme mit in Betracht ziehen. Das heißt, er wird dann halt aufgekauft. Was machen Sie als deutscher Steuerzahler? Sie gewähren zinsvergünstigte Kredite.
die leisten immer noch Entwicklungszusammenarbeit bilateral, also von Staat zu Staat, ja, und sie sorgen dafür, dass mitunter Zollpräferenzen in Anspruch genommen werden können bei bestimmten Gütern. Und das Ganze geht dann noch so weit, dass man eigentlich sagen könnte, sie bezahlen dafür, dass ein Unternehmen in Deutschland übernommen wird. Und dann gibt es im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Projekte mit dem Namen Förderung und Weiterbildung chinesischer Manager. Meine Damen und Herren, das ist doch völlig absurd. Ein Land wie Deutschland, das so etwas bis heute duldet, billigt und im Grunde noch mit unterstützt, das ist doch perspektivisch nicht mehr ernst zu nehmen. Hier braucht man endlich mal wieder mehr Sinn für die Realität. Wir können systemische Wettbewerber nicht so fördern und unterstützen. Natürlich wollen wir gute Handelsbeziehungen, natürlich wollen wir eine Partnerschaft und einen Austausch auf Augenhöhe, aber wir können doch eines nicht zulassen. China verhält sich doch hier wie folgt. Kennen Sie die Geschichte vom Riese, der in einen Zirkus geht und dem Direktor sagt, ich will Zwerg sein in diesem Zirkus? Und dann sagt der Direktor, guter Mann, schauen Sie sich mal an, da sind Sie ein bisschen zu groß dafür. Und dann sagt der Riese zu diesem Direktor, das ist doch gar kein Problem, dann bin ich halt der größte Zwerg der Welt. Ja? Also ich will Ihnen einfach damit sagen, man kann nicht beides gleichzeitig machen. Man kann nicht auf der einen Seite die Vorteile des Status Entwicklungslandes in Anspruch nehmen und auf der anderen Seite dann aber quasi ganz oben und ganz potent mitspielen wollen. Und da setzen wir uns als AfD-Fraktion auch im Rahmen unserer Forderungen, unserer Anträge im Deutschen Bundestag dafür ein, dass endlich mal wieder Chancengleichheit hergestellt wird. Das macht, das kann ich Ihnen versichern, sonst keine andere Fraktion. Die FDP hat übrigens dagegen gestimmt. Ja, die FDP, die sich immer wieder als die liberale Partei in Deutschland bezeichnet, die hat damals diesen Antrag von uns, den aufstrebenden Wirtschaftsmächten, die Entwicklungsleistungen zu entziehen, abgelehnt. Die haben damals gesagt, warum ist doch wunderbar, wenn die zinsbegünstigten Kredite von uns nehmen, dann müssen sie ja Zinsen bezahlen. Jetzt hätte ich von Vertretern der FDP schon erwartet, dass sie wissen, dass die Inflation in Deutschland bei 3,8% liegt und dass es dann mit den zinsvergünstigten Krediten also nicht hinhaut. Ja? Es gibt keine Gewinne mehr daraus. Das ist völlig absurd, diese Vorstellung. Und interessanterweise hat dann die FDP auch circa 7 bis 8 Monate später fast wortgleich diesen Antrag von uns in den Bundestag eingebracht, um ihn erneut zu stellen. Und hat sich gar nicht geniert, dass wir da eigentlich ganz dreist abgekupfert haben. Aber wir haben ihn schon in die Suppe gespuckt. Wir haben nämlich einfach zitiert, was sie damals zu unserem Antrag gesagt haben. Und da gab es dann eben Betroffene und peinliches Schweigen quasi vorne in der Reihe der FDP-Fraktion. Herr Lambsdorff fand das nicht ganz so lustig. Aber so ist es manchmal. Und da muss man auch konsequent bleiben, wenn die Parteien versuchen, unsere Arbeit für die eigenen zu verkaufen, dann lassen wir das als AfD nicht zu, weil wir sind das Original und das unterstützen Sie auch bitte. Schauen wir noch auf den zweiten Bereich, wenn wir gerade mal bei der Wirtschaft bleiben. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit geht es natürlich immer auch um die Wirtschaft. Und da gab es ein Gesetz, das jetzt vor der Bundestagswahl beschlossen wurde, was in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach überwiegend falsch diskutiert wurde. Warum? Haben Sie mal vom Lieferkettengesetz gehört? Ja? Wenn wir in Deutschland darüber lesen, von deutschen Qualitätsmedien überwiegend, dann wird immer wieder der Eindruck erweckt, dass es sich dabei um ein Gesetz handelt, das dafür sorgen will, dass quasi ausschließlich in der Textilbranche Kinderarbeit ausgeschlossen wird. Und ich glaube, hier heute Abend ist keiner im Raum für Kinderarbeit. Wir lehnen alle Kinderarbeit ab. Aber wir müssen uns Gesetze, die in Berlin getroffen werden, natürlich auch immer ganz genau anschauen. Was wurde denn da tatsächlich beschlossen, meine Damen und Herren? Da hat die Bundesregierung auf wirklich, also da kann man sich nur am Kopf fassen, während einer Krise, wegen der Corona-Lockdown-Krise die deutsche Industrie sowieso schon ganz massiv gebeutelt hat, doch tatsächlich beschlossen, dass ausschließlich deutsche Unternehmen zukünftig die eigene Wertschöpfung komplett offen und transparent legen müssen und dafür Sorge tragen, dass sogenannte ökologische und soziale
soziale Standards wie in Deutschland eingehalten werden. Das heißt, wenn jemand so ein Handy baut, dann muss vom ersten Bauteil, von der seltenen Erde bis quasi zur Ione in der Batterie, sichergestellt werden, von deutscher Seite aus, dass alles nach deutschen Standards im Bereich der Ökologie und des Sozialen, also wenn wir auf Arbeitnehmerrecht und so weiter schauen, eben produziert wurde. Meine Damen und Herren, was bedeutet das dann im internationalen Vergleich für deutsche Unternehmen? Wir müssen es dann halten, die anderen nicht. Können Sie als deutsches Unternehmen, das beispielsweise Halbleiterteile herstellt, sicherstellen, dass im Kongo nach deutschen sozialen und ökologischen Standards geschürft wird? Das können Sie nicht. Und wissen Sie, was mich ganz besonders geärgert hat? Früher waren Staaten dafür verantwortlich, dass auf dem eigenen Staatsgebiet beispielsweise Arbeitnehmerrechte kodifiziert werden und eingehalten, dass ökologische und soziale Standards eingehalten werden. Und hier findet jetzt eine Verschiebung weg vom Staat hin zum deutschen Unternehmen statt, ausschließlich zum deutschen Unternehmen, das zukünftig auf der ganzen Welt so eine Art Lieferkettenpolizei spielen darf und Sorge tragen, dass eben diese Standards eingehalten werden. Und das geht mit einem massiven, quasi mit einem wirklich großen Nachteil bei der Wettbewerbsfähigkeit einher. Und ich muss mal ganz klar sagen, was mich immer wieder fasziniert hat, ja, man kann es nicht anders sagen, das war tatsächlich mit welchem Unverstand, mit welchem fehlenden Sachverstand hier auch berichtet wurde. Was ist denn eigentlich, also da hieß es dann, das Gesetz gilt für Unternehmen zunächst einmal mit über 4000 Mitarbeitern. Also nicht die kleinen Unternehmen. Ja, aber was ist denn eigentlich, wenn Sie ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern haben und Sie sind Kunde von einem Unternehmen, für das jetzt dieses Lieferkettengesetz gilt? Was sagt denn das große Unternehmen zu Ihnen? Das große Unternehmen kann die Einhaltung dieser Lieferkette nur dann sicherstellen, wenn es die eigenen Lieferanten, die eigenen Zulieferer und Geschäftspartner dazu verpflichtet, eben auch diese Standards einzuhalten. Das wird also sagen, konnten Sie sicherstellen, dass Ihre Halbleiterteile diesen Standards entsprechen. Und da müssen Sie sagen, nein, und dann sagt das Unternehmen, prima, dann suche ich mir für die Zukunft einen anderen Partner. Also trifft das Gesetz insbesondere kleine Unternehmen, die plötzlich dafür gerade stehen müssen, dass hier so eine Art Lieferkettenpolizei eben gemacht wurde. Und darüber wurde viel zu wenig diskutiert, darüber wurde viel zu wenig aufgeklärt. Der Bund der deutschen Industrie, fast alle nennenswerten und wesentlichen Interessenvertretungen und Vereinigungen der Industrie haben davon gewarnt, haben ganz klar gesagt, dieses Gesetz ist nicht gut für die deutsche Wirtschaft. Und was macht diese Bundesregierung? Sie beschließen es einfach. Sie beschließen es, und ich werde nie vergessen, wie ein Vertreter der SPD gesagt hat, zu einem Vertreter des BDI, Sie in Ihren Industrie-Elfenbeinturm verstehen das doch nicht. Meine Damen und Herren, wenn die Politik den Unternehmern, denjenigen, die maßgeblich dafür sorgen, dass der Wohlstand hier im Land eben generiert werden kann, die Arbeitsplätze schaffen, erklären will, wie es läuft, dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Wir als AfD sagen ganz klar, wir hören auch noch auf die, die was davon verstehen. Und wir glauben eben nicht, dass wir alles besser wissen und die Leute belehren müssen, meine Damen und Herren. Ja, mir wird gerade signalisiert, dass ich so langsam zum Ende kommen sollte, meine Damen und Herren. Wir waren jetzt eigentlich nur beim Wirtschaftsbereich und nur noch einen Bereich jetzt ansprechen, Migration. Bis 2050 wird sich die Zahl der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent mehr als verdoppeln. Aus 1,2 Milliarden Menschen werden 2,4 Milliarden Menschen, zwei Drittel davon gelten als ausreisewillig. Und ein Großteil der Befragten, die im Rahmen einer Studie der Vereinten Nationen eben befragt worden sind, die Studie Scale and Fences, können Sie mal nachschauen, die geben an, dass sie nach Europa und Deutschland migrieren wollen, um sogenannte Rücküberweisungen vornehmen zu können. Darunter versteht man, dass Sozialleistungen oder eben auch Geld durch Erwerbstätigkeit im Idealfall in Heimatländern zurücküberwiesen werden. Und das nehmen Sie heute Abend bitte mal noch mit. Wenn Ihnen erzählt wird,
aufgrund des angeblichen furchtbaren Klimawandels und der Erhitzung der Erde die Menschen sich auf den Weg nach Europa und Deutschland machen würden, dann ist das vollkommen falsch. Wenn Sie sich Satellitenbilder anschauen, dann wird es eher grüner als so. Und der zweite Punkt an der Stelle ist auch, dass eben die Befragungen ganz offen zeigen, dass es häufig um die Ausweitung des Einkommensportfolios von Familien geht. Das bedeutet, hier haben wir ein Riesenproblem, das auf uns zukommt. Und verkürzt, die Lösung der Bundesregierung lautet wie folgt. Sie alle dürfen jetzt global Verantwortung übernehmen. Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass in diesen afrikanischen Ländern Ausbildungsplätze geschaffen werden, Arbeit entsteht, ein funktionierendes Gesundheitswesen entsteht, dass dort eben dafür gesorgt wird, dass alles, was im Allgemeinwesen benötigt wird, gebildet werden kann. Oder sagt ihr, dass der Afrika-Beauftragte, der Kanzlerin auch ganz direkt gesagt, die Menschen machen sich auf den Weg zu uns. Und ich sage Ihnen eines ganz klar, wenn Sie plötzlich als Steuerzahler global tätig werden sollen und man uns sagt, dass wenn ihr nicht dafür sorgt, dass da Arbeitsplätze entstehen, dass dort Perspektiven entstehen, dass dort ein funktionierendes Gesundheitssystem aufgebaut wird, ein Gesundheitswesen, dann ist das nichts anderes wie Erpressung. Und diese Erpressung sind wir nicht bereit mitzumachen. Wir sagen ganz klar, kommen wir auch zum Schluss, ich hatte es gesagt, die AfD ist gerne dann bereit zu helfen, ins eigene Haus in Ordnung geht. Wenn hier die Probleme gelöst worden sind, dann helfen wir auch gerne den Nachbarn. Aber was wir nicht machen und was wir nicht bereit sind, weiter zu tun, ist eine Politik mit zu unterstützen, die nach dem Motto verfährt, die Welt, Europa und dann schauen wir mal noch, was für Deutschland übrig bleibt. Ich sage immer, wir können ganz froh sein, dass Angela Merkel noch keine Außerirdischen entdeckt hat, sonst wären wir auch noch für deren Wohlbefinden verantwortlich, meine Damen und Herren. Und darum gibt es für Sie am Wahltag nur eine Alternative, nämlich die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme, sorgen Sie dafür, dass sich die Dinge hier im Land verändern. Wir sind mittlerweile Weltmeister bei den Steuern. In einem anderen OECD-Land gibt es höhere Steuern. Wir sind Weltmeister beim Strompreis. Es gibt jetzt CO2-Bepreisungen. Nach der Bundestagswahl kostet der Liter Benzin höchstwahrscheinlich 2 Euro. Wenn Sie sagen, ich will eine Politik mit unterstützen, die endlich auch mal wieder den Bürger zum Fokus der eigenen Politik macht, in den Mittelpunkt der eigenen Politik stellt und dessen Geld wollte, das sagen wir auch ganz ungeniert, und eben nicht sich zum Ziel macht, die ganze Welt zu retten, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir sind die Alternative für Deutschland und bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme bei der Bundestagswahl. Danke.